herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit mir. Heute geht es um Starseed, der Schlüssel für die Feuerzeichen. Wir schauen uns an, momentan, wo steckst du fest? Die Blockade? Der Schlüssel, die Antwort, worum es eigentlich geht. Und wir schauen uns noch an, was die Engel dazu sagen. Ich beginne mit dem Löwen. Der Löwe, wo steckt er momentan fest? Was ist die Blockade? Der Löwe ist momentan, höre ich, einsam. Im Sinne, er fühlt sich alleingelassen auf seinem Weg. Es fehlt Kopf und Fuß beim Projekt, bei ihm selbst. Alles raucht. Die geistige Welt sagt, du nimmst es so wahr wie Schutt und Asche. Du blickst zurück auf den Weg, den du bisher gegangen bist. Du schaust dir alles ganz genau an. Es geht darum, um Sachen, die dir nicht mehr dienlich sind, dich diesen zu entledigen, lieber Löwe. Du wirst gezwungen, vom Außen, von äußeren Umständen umzudenken, um zu programmieren, um zu disponieren. Damit kommst du gerade nicht wirklich gut zurecht. Es geht auch darum, dass du rückblickend sagst, wo ist der Fehler, wo liegt der Fehler, was hätte ich besser machen können, was hätte ich anders machen können, wären die Dinge nur so gelaufen, wenn. Es ist, als ob dir ein Stück deines Herzens herausgerissen wurde. Du bist und fühlst dich momentan als verwundeter Krieger, lieber Löwe. Stillstand, Pause. Der Schlüssel bitte für den Löwen, für diese Blockade. Worum geht es eigentlich? Die feinstoffliche Welt sagt mir, lieber Löwe, dass Hilfe für dich unterwegs ist. Du musst sie nur annehmen, wenn sie an der Tür klingelt. Vielleicht wartet jemand von euch auf dringliche Post, ein Anruf, ein Kontakt. Worum geht es wirklich? Der Schlüssel bitte für den Löwen. Es geht um die Wildheit in dir, lieber Löwe. Lass die Leidenschaft und das Feuer, für was du brennst, lass es heraus. Sobald du es fokussiert hast und dabei bist, für dich selbst einzustehen, auf deine Rechte zu bestehen, werden sich dir Türen öffnen, ungeahnte Türen. Wie ihr seht, diese weibliche Energie hier steht vor einem lichten Portal. Geht auf dieses Portal zu, ins Ungewisse eigentlich. Doch sie sagen, es geht um den Mut zur Entscheidung, den Mut für sich selbst einzustehen, lieber Löwe. Sie sagen, du kannst nur gewinnen. Wage den Sprung ins kalte Wasser. Wenn du nicht springst, lieber Löwe, wirst du nie lernen zu schwimmen. Sie sagen, entscheide dich weise. Achte auf die Details.
Sie sagen, es kann dir nichts passieren, solange du dich für dich selbst entscheidest. Zu deinem eigenen höchsten Wohle. Es kann durchaus sein, dass dir ein Erdzeichen zu Hilfe kommt, dir Indizien gibt, Zeichen gibt. Es hat auch etwas mit Kristallenergie zu tun, lieber Löwe. Die feinstoffliche Welt sagt mir, die goldene Pforte öffnet sich für dich. Das ist der Schlüssel. Deswegen seid ihr jetzt so. Achtet nicht, fokussiert nicht auf euren momentanen Ist-Zustand und verzweifelt nicht, sondern nehmt zu Herzen, was gerade mit dieser Karte durchkam. Da sollt ihr ansetzen, liebe Löwen. So, wir schauen jetzt noch eine Antwort der Engel dazu. Was haben die Engel für dich, lieber Löwe, zu sagen? Noch eine Karte bitte für den Löwen. Also, falls ihr euch irgendeine Frage gestellt habt, beziehungsweise euch immer wieder mit der gleichen Frage auseinandersetzt, die Antwort der Engel ist nein. Denn es geht anders. Durch Vergebung, ihr selbst wisst, was zu vergeben ist, wem zu vergeben ist. Die Antwort ist nein, meine Lieben, weil was Besseres auf euch wartet. Schaut her, hier ist das goldene Tor, von dem Sie vorher sprachen. Die goldene Stadt, das goldene Tor, das in die goldene Stadt führt. Ich höre, der Löwe soll sich in orangefarbenes Licht hüllen bei der Vergebung. Dort wirst du den Regenbogen finden, sagen sie. So, jetzt schauen wir noch eine Karte des Universums. Was möchte der Allgeist dir mit auf den Weg geben, lieber Löwe? Es könnte besser nicht sein zu diesem Abschluss, lieber Löwe. Die Sonne, die goldene Energie, ja, das goldene Tor, erinnert euch. Die goldene Energie der Sonne, Löwe, August, die Sonne scheint, bringt dir Berühmtheit, großes Glück und du wirst in der Öffentlichkeit stehen. Dieses Zeichen hier, der Kreis mit dem Punkt, bitte, wer möchte, kann es sich auf ein Blatt Papier malen, es bei sich tragen. Es ist jetzt momentan ein Kraftzeichen für dich, lieber Löwe. Ich wünsche dir alles, alles Gute. So, wir machen weiter mit dem Widder. Der Widder, hallo, herzlich willkommen. Wir schauen uns an, deine Blockade momentan, wo steckst du fest? Worum geht's? Der Widder, bitte die Blockade. Sie sagen, nichts ist so, wie es scheint. Es ist alles nur in deinem Kopf, sag ich doch. Die feinstoffliche Welt sagte, nichts ist so, wie es scheint. Du machst dir zu viele Gedanken. Du projizierst zu sehr in die Zukunft. Das lässt Nervosität in dir aufkommen, Unruhe, Unbehagen. Denn die Zukunft kannst du nicht kontrollieren, lieber Widder. Es
Sie sagen stattdessen, zünde dein inneres Licht an, manifestiere deine höchsten Wünsche zu deinem höchsten Wohl. Sei frei von Sorgen, lieber Widder. Einige von euch können unter Kopfschmerzen leiden, Migräneattacken bekommen, durch das viele Grübeln und Denken. Die feinstoffliche Welt sagt dir, lieber Widder, dass etwas ganz Wunderbares auf dich wartet. Es kann sein, dass deine Suche etwas länger dauert, doch dieses Wunderbare wird dich finden. Der Schlüssel für die Widder, bitte. Worum geht es eigentlich wirklich? Warum steckst du fest in deinen verhafteten Gedanken? Sie sagen, du musst deine Gedanken wirklich umpolen von negativ auf positiv. Vielleicht, ich sehe die Nummer 11. 11, 11, 11. Vielleicht siehst du das jetzt öfter auf deiner Uhranzeige oder irgendwelche Nummern. Das ist die Synchronizität des Universums, lieber Widder. Achte darauf, es werden dir Zeichen gegeben. Denn, wie schon gesagt, das Wunderbare wird dich finden. So, es geht jetzt erst einmal darum, werde aktiv dahingehend, wo du hinkommen möchtest. Fokussiere dein Ziel. Viele kleine Schritte bringen ans Ziel. Oft große Schritte mit einem immensen, enormen Kraftakt rauben dir nur noch mehr Energie. Und das Ziel ist zu hoch gesteckt. So bitte habe Geduld mit dir selbst, einen Schritt nach dem anderen. Auch wenn es für dich keinen Sinn macht jetzt, das, was du tust oder wie deine Situation ist, befolge deine Intuition, lieber Widder. Es wird dann später alles seine Richtigkeit haben und für dich einen Sinn machen. Für einige höre ich diese Sackgasse jetzt, in der ihr euch anscheinend befindet, die aber nur von euch durch eure Gedanken projiziert wurde, möchte, dass ihr es wagt. Es geht da auch darum, in dieser Blockade zu erkennen, welche Manifestationskraft du besitzt, dir gewahr zu werden, bewusst zu werden, was du erreichen kannst, wenn du es nur willst und alle positiven Intentionen dort hineinsetzt, lieber Widder, anstatt zu zweifeln und versuchen zu kontrollieren. Bei manchen kann das auch mit einer, jetzt momentan, mit einer Geburt eines Kindes zu tun haben, beziehungsweise der Geburt einer neuen Idee, eines neuen Vorhabens, das sich dir eröffnet. Und du merkst gerade die Venus-Energie wahnsinnig. Es geht darum, diese Venus-Energie, die momentan dein Sternzeichen durchquert, sie möchte, dass du dich auf die Freude und die Süße des Lebens konzentrierst, lieber Widder. Sehe in allem die schönen Dinge. Vor allem erkenne dir selbst an, was du bisher erreicht hast, was du dir erschaffen hast. Mit dieser Karte sagt dir die feinstoffliche Welt, du sollst dein Leben liebevoll gestalten. Du bist die Hauptperson in deinem Leben. So gebe dir Selbstliebe mehr als genug, auf das du dankbar erkennen kannst,
was ist. Dazu schauen wir uns noch eine Antwort der Engel an. Was möchten die Engel dir mit auf den Weg geben, lieber Bidda? Was möchten die Engel dir mit auf den Weg geben? In den kommenden Monaten wirst du die goldenen Treppenstufen zu deinem inneren Palast erklimmen. Und du bist dann da, wo du schon seit langem sein wolltest. Wir schließen das Ganze ab mit einem Hinweis, einem Tipp vom Universum. Was möchte dir der Allgeist noch mit auf den Weg geben? Du sollst bitte deiner Intuition folgen, auf das du tiefgreifende Erkenntnisse hast. Das dritte Auge über die Intuition bitte ganz öffnen. Es wird geöffnet in den kommenden Monaten. Dieses Zeichen, liebe Widder, könnt ihr euch auf ein Blatt Papier malen. Es in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten bei euch tragen. Es wird euch jetzt Kraft geben, auf dass ihr aus dieser Situation gut herauskommt. Ich wünsche euch alles Gute. Es geht weiter mit den Schützen. Hallo, herzlich willkommen, lieber Schütze. Wir schauen uns deine momentane Blockade an. Wo steckst du fest? Was ist gerade dein Ist-Zustand? Der Schütze, bitte. Der Schütze unterdrückt gerade sehr viel, was seine Schöpferkraft betrifft. Er möchte so gern ausbrechen aus dem Gefängnis, das er sich selbst kreiert hat über die Jahre. Doch der Schütze sieht gerade keinen Ausweg darin. Und es sind teilweise horrende Minuten, Stunden und Tage, die der Schütze in Selbstzweifel und Selbststrenge innerlich erlebt. Es geht darum, lieber Schütze, in dieser Situation deine kreative Kraft, die Mystik, die Sensitivität in dir zuzulassen. Du fühlst dich, als würdest du gerade, sie sagen, aus dem Boot oder vom Schiff über Bord geworfen worden sein, kopfüber. Du bist gerade sehr schmerzbelastet mit einem Thema. Doch es geht schlichtweg darum, dich selbst anzuerkennen mit all deinen Gaben und Talenten, mit denen du auf diese Welt gekommen bist. Und diese zu ehren. Es geht darum, dich selbst zu ehren, lieber Schütze. So, der Schlüssel dazu. Warum ist der Schütze in dieser Situation? Es geht darum, aus eigener Kraft, lieber Schütze, aufzuhören, alles zu hinterfragen. Und einfach die Dinge, die Geschehnisse, die momentane Situation anzunehmen, das Beste daraus zu machen oder sie bewusst zu verändern. Du bist kein Opfer, lieber Schütze. Wenn du Opfer bist, dann nur von dir selbst, von niemand anderem sonst. Ändere deine Blickwinkelausrichtung, ändere deine Gedanken.
Es geht jetzt darum, dass du dir bewusst wirst, dass alles, was dich unzufrieden macht, was nicht mehr mit dir in Resonanz geht, dass du das loslässt und veränderst. Nehme den Schleier ab, um klar zu sehen, sagt die feinstoffliche Welt. Viele Schützen können auch das Gefühl haben, dass dieses Leben hier momentan gerade sehr, sehr schwer ist. Sie möchten nach Hause. Sie fragen sich, du fragst dich, hier auf der Erde, ist das mein Zuhause? Du bist Gast. Auf deinem einzigartigen Lebensweg, lieber Schütze, Gast auf dieser Erde. Bitte geh in die Natur, auch abends, schau aus dem Fenster, geh auf die Terrasse, auf den Balkon, wie auch immer. Verbinde dich mit dem Universum. Es tut dir gut, mit den Sternen, mit den Plejaden. Erhebe dich auf ungeahnte Höhen. Eine Antwort der Engel dazu, für den Schützen. Was sagen die Engel dazu? Für den Schützen. Was sagen die Engel dazu? Für den Schützen. Schaut her. Drück dich klar aus, wenn du manifestierst. Was willst du? Fokussiere auf deine Ziele. Öffne das dritte Auge, lasse dich von deiner Intuition führen und es gibt für alles eine friedliche Lösung, lieber Schütze. Glaube immer daran, denn es gibt für alles eine Lösung. Wir schauen uns noch an, das Universum, was möchte es dir dazu sagen? Das Universum für den Schützen. Das Universum sagt, es ist alles gut. Beruhige dich. Da kamen 4 Karten für euch raus. 5. Yes. Also, ich nehme hier die erste. Safe and happy travel. Protection from harm when journeying. Du bist, wenn du auf Reisen bist, egal welchen. Sei es deinen beweglichen, wie Astralreisen, wie hier, verbinde dich mit den Sternen, mit zu Hause. Du bist egal vor egal welchen negativen Einflüssen beschützt. Dieses Zeichen, wer möchte, kann es sich auf ein Blatt Papier malen und es bei sich tragen, um sich geschützter zu fühlen. Es wird dir Kraft geben. Dann das Wasser, lieber Schütze. Arbeite mit dem Element des Wassers für deine Heilung, für die Reinigung und um alles klar zu definieren. Vielleicht solltet ihr ein Wasserritual der Heilung machen, liebe Schützen. Dann, auf den Punkt gebracht, du sollst deinen idealen Lebensweg betreten, antreten und ihm folgen. Lieber Schütze, bringe es auf den Punkt. Lasse alles los, was dir nicht länger dienlich ist. Wechsle den Kurs, denn es ist Zeit, dein Licht scheinen zu lassen. Du sollst dir deine kreativen Energien selbst manifestieren, auf dass du glückliche Gegebenheiten vor dir hast, die dich weiterbringen. Und wir haben einen wundervollen Abend, einen traumhaften Abend, die perfekte Nacht.
Was habe ich euch gesagt? Verbindet euch mit den Sternen dort, wo ihr herkommt. Ihr werdet Antwort finden und wissen, was zu tun ist. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Danke fürs Zusehen. Abonniert, liked, lasst einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.